Leon ist ein professioneller Killer. Er lebt allein in New York City und erhält die meisten seiner Aufträge von einem Mafioso namens Old Tony. In seinem Wohnhaus lernt Leon ein Mädchen, Matilda Lando, kennen. Das Kind lebt zusammen mit seiner Familie in der Wohnung am Ende des Flurs. Sie schwänzt oft die Schule und hat zwei Geschwister, ein jüngeres und ein älteres. Eines Tages stürmen ein paar DEA-Agenten, angeführt von einem Mann namens Normal Stansfield, in Matildas Wohnung und suchen nach ihrem Vater. Der Mann hat Kokain von den korrupten Polizisten gestohlen. Die Situation spitzt sich zu und Stansfield befiehlt seinen Kollegen, die gesamte Familie Lando zu ermorden. Währenddessen ist Matilda vom Einkaufen zurück. Doch als sie den Flur entlang geht, wird dem Mädchen klar, dass ihrer Familie etwas Schreckliches zugestoßen ist. Daraufhin geht Matilda an ihrer eigenen Wohnung vorbei und macht sich auf den Weg zu Leons Tür. Zunächst zögert der Auftragskiller, sie hereinzulassen, doch dann ändert er seine Meinung und öffnet Matilda die Tür. Schon bald erfährt Matilda, dass Leon mit dem Töten von Menschen sein Geld verdient. Deshalb bittet das Mädchen den Auftragskiller, ihr seine Fähigkeiten beizubringen. Matilda will den Tod ihres kleinen Bruders rächen. Obwohl er zunächst zögert, nimmt Leon Matilda schließlich als seinen Schützling auf. Als Zeichen der Wertschätzung putzt das Mädchen Leons Wohnung, erledigt Besorgungen für ihn und bringt ihm das Lesen bei. Im Laufe der Zeit wächst Matildas Zuneigung zu Leon, doch der Auftragskiller scheint sie nicht zu erwidern. Nachdem sie von Leon die grundlegenden Fähigkeiten erlernt hat, füllt Matilda eine Tasche mit Waffen und macht sich auf den Weg zum DEA-Büro, um Stansfield zu töten. Zu diesem Zweck gibt sich Matilda als Lieferantin aus, um das Gebäude zu betreten. Nachdem sie die Sicherheitskontrolle passiert hat, geht Matilda auf die Herrentoilette, um einen Platz zu finden, an dem sie ihre Waffen ablegen kann. Doch Norman taucht hinter der Tür auf und überfällt sie. Es scheint, als habe er Matilda aus der Ferne beobachtet. In der Zwischenzeit stürmt ein anderer korrupter Beamter in die Toilette und teilt Stansfield mit, dass Leon einen von ihnen getötet hat. Kurz darauf betritt der Auftragskiller das Gebäude, um Matilda zu finden und zu retten. Dabei tötet Leon zwei weitere korrupte Beamte. In seiner Wut geht Stansfield zu Tony und wird ihm gegenüber handgreiflich, als er sich nach Leons Aufenthaltsort erkundigt. Nachdem er Stansfield entkommen ist, erzählt Leon Matilda seine Hintergrundgeschichte, warum und wie er zum Auftragskiller wurde. Vor vielen Jahren, als Leon noch in Italien war, verliebte er sich in ein Mädchen. Die beiden wollten durchbrennen, aber der Vater des Mädchens brachte sie aus Wut um. Aufgrund seines Reichtums konnte der Mann der Justiz entkommen. Leon ist verunsichert, tötet den Vater des Mädchens und flieht nach New York City, wo er Tony kennenlernt und zum Cleaner wird. Nach dem Einkauf von Lebensmitteln wird Matilda von einem Team von Agenten überfallen und als Köder benutzt, um Leon aus der Wohnung zu locken. Um Matilda zu retten, beginnt Leon, die Agenten im Gebäude zu töten. Da es keinen Ausweg gibt, sprengt Leon ein Loch in die Wand, das zu einem Luftschacht führt. Der Auftragskiller fordert Matilda auf, zu fliehen und sich in einer Stunde mit ihm bei Tonys zu treffen. Während Matilda aus dem Gebäude flieht, tarnt sich Leon als verwundeter Agent. Der Auftragskiller bleibt fast unbemerkt. Doch im letzten Moment erkennt Stansfield, dass Leon der Mann hinter der Uniform ist. Deshalb folgt ihm der Polizist und schießt Leon in den Rücken. Mit seinem letzten Atemzug bringt Leon Stansfield dazu, eine Granate zu holen. Die Weste des Auftragskillers war voller aktiver Granaten, die schließlich explodierten und beide töteten. Matilda bittet Tony um einen Job als Cleaner, doch er lehnt ab. Leon hat Matilda sein gesamtes Geld vermacht, aber Tony bietet sich an, es zu verwahren, bis sie ein höheres Alter erreicht hat. Der Mafioso gibt dem Mädchen etwas Geld und sagt ihr, sie solle wieder zur Schule gehen. Nachdem sie die Wahrheit über die Geschehnisse gesagt hat, nimmt die Direktorin Matilda wieder auf. Während sie das Schulbüro verlässt, sucht Matilda im Garten nach einem Platz, um Leons Pflanze einzupflanzen. Am Ende stirbt Leon, aber Matilda bekommt eine zweite Chance im Leben. Wie kann man nach all dem, was die beiden durchgemacht haben, ihre Beziehung beschreiben? Und was war Leons letzter Plan? Wollte der Auftragskiller vor Stansfield fliehen oder ihn töten? Übrigens, in der letzten Szene. Warum hat Matilda die Pflanze von Leon auf dem Schulhof gepflanzt? Manche Leute glauben, dass Leon
Der Profi sei eine romantische Liebesgeschichte, aber das ist sie nicht. Wie kann eine Beziehung zwischen einem Kind und einem Erwachsenen jemals eine romantische sein? Das liegt daran, dass manche Leute es vorziehen, Mathilda zu sexualisieren, anstatt sie als Kind zu sehen. Doch wie bei jedem Kunstwerk sind die Dinge offen für Interpretationen. Wie Sie vielleicht schon erraten haben, ist Léon, The Professional, immer noch in der Kritik, nicht weil er schlecht ist, sondern weil viele dem Film immer noch vorwerfen, er würde die Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern romantisieren. Es stimmt, dass es einige Momente gibt, in denen Mathilda ihre Liebe zu Léon ausdrückt, obwohl er sie nie auf romantische Weise erwidert. Im Laufe des Films wird deutlich, dass die beiden eine sehr starke Bindung entwickeln, was aber nicht bedeutet, dass sie verliebt sind. Nun zurück zu Mathilda. Schauen wir uns die Szene genauer an, in der Mathilda in einem BH auftaucht, während sie Madonnas Like a Virgin singt. Manche könnten sagen, dass die Szene ein junges Mädchen sexualisiert, weil sie mit weniger Kleidung gezeigt wird. Allerdings spielte Mathilda in dieser Szene eine Figur, Madonna, die für ihr aufreizendes Image bekannt ist. Mathilda hat also nicht versucht, Léon sexuelle Avancen zu machen, sondern sie hat nur eine Figur verkörpert. Als Mathilda Léon bittet, ihr Erster zu sein, war sie nicht in ihn verliebt. Was das Mädchen für Léon empfindet, ist eine Mischung aus Bewunderung, Dankbarkeit und vielleicht auch etwas Neugierde. Sie will die Grenzen des Auftragskillers austesten. So machen es Kinder, sie wollen ausprobieren, wie weit sie gehen können. Wenn beide keine echten romantischen Gefühle füreinander haben, was läuft dann zwischen ihnen? Gehen wir noch einmal ganz von vorne los. Wie haben sich die beiden kennengelernt? Mathildas Leben lag praktisch in Léons Händen, als sie an seine Tür klopfte. Hätte der Auftragskiller sie nicht bei sich aufgenommen, wäre Mathilda jetzt so gut wie tot. Dennoch empfindet Mathilda große Dankbarkeit gegenüber Léon. Er war im Grunde der einzige Mensch auf der Welt, der etwas Mitgefühl zeigte, als sie es am meisten brauchte. Warum hat Léon Mathilda beigebracht, wie man putzt? Der Auftragskiller hat sich wahrscheinlich in ihr wiedererkannt, als er jünger war. Bevor er den Vater seiner Freundin tötete, führte Léon ein normales Leben. Damals tat Léon es jedoch nicht wegen des Geldes, sondern um sich für das zu rächen, was dieser Mann seiner eigenen Tochter angetan hatte. Daher konnte er Mathildas Wunsch, ihre Familie für das, was ihrem kleinen Bruder zugestoßen war, zu rächen, gut nachvollziehen. Léon und Mathilda sind Überlebenskünstler, deshalb ist ihre Bindung so stark geworden. Léon musste den Tod seiner ersten Liebe miterleben. Das Trauma verfolgt ihn noch immer, was darauf hindeutet, dass er sich seit diesem Vorfall nicht mehr mit anderen Frauen getroffen hat. Währenddessen wurde Mathildas gesamte Familie von Stansfield umgebracht. In einem sehr jungen Alter musste sie damit fertig werden, allein auf der Welt zu sein. Und die einzige Person, die ihr half oder sich um sie kümmerte, war ein Auftragskiller. In gewisser Weise mussten beide Personen schon in jungen Jahren sehr traumatische Erfahrungen machen. Der Hauptgrund, warum Léon zögerte, die Tür zu öffnen, ist die Anonymität. Als Auftragskiller ist das Letzte, was er braucht, ein korrupter DEA-Beamter, der ihn ins Visier nimmt. Léon wollte nicht wegen einer anderen Person in Schwierigkeiten geraten. Dennoch sprach die menschliche Seite des Auftragskillers lauter und ließ Mathilda ein. Das Kind wuchs ihm langsam ans Herz. Die beiden ergänzen sich in gewisser Weise. Mathilda bringt ein gewisses Maß an Normalität in sein Leben, und Léon ist für Mathilda eine Art Mentor-Vaterfigur. Hat Léon Mathilda geliebt? Die letzten Worte, die Léon an Mathilda richtete, ich liebe dich. Warum hat Léon das zu ihr gesagt? Weil es die Wahrheit ist. Lassen Sie mich das erklären. Léon liebt Mathilda, aber er ist nicht in sie verliebt. Der Auftragskiller fühlt sich diesem Kind gegenüber sehr verantwortlich. Warum hätte er sonst zweimal sein Leben riskiert, um sie zu retten? Die Liebe, die Léon für Mathilda empfindet, ist der Liebe eines Vaters zu seinem Kind sehr ähnlich. Léon ist ein Auftragskiller, und er wusste, dass seine Chancen, aus dieser Situation, lebend, herauszukommen, sehr gering waren. Der Mann wusste, dass Mathilda das Gebäude nicht ohne ihn verlassen würde, also sagte er diese letzten Worte, um sie zu trösten. Léons Liebe zu Mathilda ist sehr echt. Seitdem der Auftragskiller das Kind kennengelernt hat, hat er sie zu seiner Priorität gemacht. Am Ende riskierte Léon alles, um sicherzustellen, dass Mathilda einen weiteren Tag leben würde.
Das ist wahre Liebe. Was war Leons letzter Plan? Fliehen oder STANSFIELD töten? Als Auftragskiller hat Leon immer einen Plan B für den Fall, dass die Dinge nicht so laufen, wie er will. Ursprünglich wollte Leon also aus dem Gebäude fliehen und Stansfield entkommen. Doch der Bösewicht war ihm dicht auf den Fersen und erschoss ihn gnadenlos. Es wäre wirklich schrecklich gewesen, wenn Stansfield tatsächlich mit seinen abscheulichen Verbrechen davongekommen wäre, aber Leon ist schlauer als der korrupte DEA-Agent. Der Auftragskiller wusste bereits, dass Leute wie Stansfield gerne schmutzig spielen, also war die Granatenweste seine Absicherung. Wenn Leon es nicht schafft, wird auch Stansfield es nicht schaffen. Mathilda bekommt schließlich ihre Rache, aber zu einem sehr hohen Preis, Leons Leben. Welche Bedeutung hat die Pflanze in Leon, der Profi? Die Pflanze ist eine Erweiterung von Leon, sie hat keine Wurzeln. Als Auftragskiller verbringt Leon einen Großteil seiner Zeit allein. Außerdem hat der Auftragskiller keinen bestimmten Ort, den er sein Zuhause nennen kann, da er ständig unterwegs ist. Allerdings schlägt die Pflanze keine Wurzeln, denn immer wenn Leon an einen neuen Ort zieht, muss auch die Pflanze umziehen. Bevor Leon Mathilda kennenlernte, hatte der Auftragskiller niemanden, um den er sich kümmern konnte. So wurde die Pflanze zu einem Ersatz für die menschliche Bindung, die Leon in seinem Leben brauchte. Jedes Mal, wenn der Auftragskiller sich die Zeit nahm, sich um die Pflanze zu kümmern, nahm er sich eine Auszeit von seiner Routine. Er kümmerte sich um sie, anstatt Leben zu nehmen. Warum hat Mathilda die Pflanze behalten und beschlossen, sie auf dem Schulhof einzupflanzen? Erstens sieht sie sie als etwas, das sie an Leon erinnern kann, wie ein Andenken. Zweitens haben Leon und Mathilda darüber gesprochen, wie wichtig es ist, der Pflanze Wurzeln zu geben, damit sie wachsen kann. Abschließende Gedanken: ein Wort zur Beschreibung von Leon, der Profi. Erstaunlich, zeitlos, herzzerreißend. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich den Film mit drei Worten beschreibe, statt mit einem. Es ist zu schwer, das ganze Erlebnis mit einem einzigen Wort zu beschreiben. Wie ich bereits sagte, ist die Liebe, die Leon für Mathilda empfindet, echt und ungetrübt. Die Schauspieler, die sie spielen, waren in ihren Darbietungen tadellos. Jean Reno war die Verkörperung von cool und schräg. Natalie Portman hingegen gab dem Film die menschliche Note, die er brauchte, um glaubhaft zu sein. Übrigens, vergessen wir nicht den Bösewicht. Gary Oldman war furchteinflößend, auf die bestmögliche Art und Weise, in der Rolle des durchgeknallten DEA-Beamten. Das Ende von Leon, The Professional, spielt wirklich mit den Gefühlen des Zuschauers. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich, genau wie Leon, dass er es tatsächlich zu Tony schafft und wieder mit Mathilda zusammen ist. Leider war das nicht der Fall. Trotzdem ist Leon nicht umsonst gestorben, er hat Stansfield mitgenommen. Es ist eines dieser Happy Settings. Einerseits gibt es ein gewisses Gefühl des Abschlusses, der Bösewicht hat bekommen, was er verdient hat. Aber dann trifft einen die Wut und die Traurigkeit mitten ins Gesicht, denn nun ist Leon nicht mehr am Leben und Mathilda ist wieder allein. Auch wenn es so aussieht, als würde ich mich beschweren, das tue ich wirklich nicht. Ich finde den Film großartig. Und warum? Leon, The Professional, hat eine dieser Geschichten, die einen zum Nachdenken über das Leben und Entscheidungen anregen. Hätte Leon die Tür nicht geöffnet, wäre Mathildas Schicksal ganz anders verlaufen. Sie wäre tot, aber Leon könnte mit seinem Leben weitermachen. Aber wäre der Mann wirklich besser dran, wenn er Mathilda nicht getroffen hätte? Wie Leon selbst sagte, gab Mathilda ihm einen Vorgeschmack darauf, wie das Leben sein könnte. Bevor das kleine Mädchen in sein Leben trat, war Leon so gut wie auf Autopilot. Er bekam die Aufträge von Tony, putzte die Leute auf der Liste, bekam das Geld und ging wieder schlafen. Abgesehen davon, dass er ab und zu Leute säuberte, hatte Leon nichts Aufregendes in seinem Leben zu bieten. Etwas, auf das er sich freuen konnte. Natürlich änderte sich alles, als der Auftragskiller Mathilda kennenlernte. Sie zeigte ihm die kleinen Freuden des Lebens, nicht nur des Daseins. Insgesamt ist Leon, der Profi, ein unvergessliches Filmerlebnis. Der Film ist vielleicht nicht für jeden geeignet. Wie ich bereits sagte, werden verschiedene Menschen die Geschichte unterschiedlich lesen. Einige werden die Beziehung der Hauptdarsteller verurteilen und sie als unangemessen bezeichnen, während andere einfach nur zwei Menschen sehen, die versuchen, ihr Bestes zu geben, um in einer sehr korrupten Welt zu überleben.
Die Ästhetik des Films hat sich bewährt. Und die Aktionsszenen sind tadellos. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir über einen Film aus den 90er Jahren sprechen. Abgesehen davon sieht Leon, der Profi, keineswegs veraltet, sondern sieht immer noch frisch aus. Der Film hat eine der originellsten Handlungen überhaupt. Ein Auftragskiller nimmt ein Mädchen in Schutz und macht sie zu seinem Schützling. Zweifellos ist Leon, der Profi, ist ein Klassiker.